So, hallo. Hier geht es um die Wechselstromlehre und zwar um ein paar Begriffsbestimmungen. Ich sage gleich dazu, das kann man sich alles wahrscheinlich wesentlich schneller oder schneller drauf schaffen, wenn man sich einfach kurz die relevante Webseite dazu anguckt, als dass man das Video guckt. Ich mache es trotzdem. Ich fange mal an mit, was ist eine periodische Funktion? Nun, das ist eine Funktion, die sich wiederholt. F. Die sich nach der Periodendauer t genau wiederholt. Also p n mal t plus irgendeine Zeit t, die dazwischen läuft, ist gleich p von t, wobei jetzt das n Element z ist, und zwar ist damit gemeint alle z, also die Funktion war schon immer da und wird immer da sein, und t ist typischerweise das kleine t zwischen 0 und der Periodendauer. So, dann haben wir eine Wechselgröße. Und was ist eine reine Wechselgröße? Das ist eine, wo der Mittelwert über eine Periode verschwindet. Eine volle Periode oder n volle Perioden verschwindet. Also w von t, man deutet das mit so einem Strich oben drüber an, ist gleich 0, wobei dieses w von t mit dem Strich oben drüber, also der Mittelwert über Perioden, das ist genau 1 durch t, und dann wird integriert von 0 bis t das w von t dt. Und W von T ist die Wechselgröße. Die in der Regel periodisch ist. Gleichgröße ist natürlich das genaue Gegenteil davon. Im Prinzip eine konstante Funktion. Also G von T ist gleich C für alle T. Und dann haben wir noch die Mischgröße. Und das ist eigentlich nur m von t ist gleich c plus w von t, und die darf auch gerne periodisch sein. So, das war's schon.